Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zum 1860 München Projekt. Kurz vor der Weihnachtsfeier, die wir ja leider ohne Sieg machen mussten, da wir gegen genau diese eine Mannschaft namens Leverkusen, ich habe den Namen kurz vergessen, verloren haben. Aber egal, trotzdem stehen wir noch immer gut da in der Tabelle. Guckt euch einfach diese Tabellensituation an und wir sind kurz vor der Rückrunde. Wir müssen jetzt gegen Hertha. Hertha können wir also quasi von uns wegstoßen, wenn wir gegen sie gewinnen. Also gegen den selbsternannten Big City Club. Könnte sehr, sehr schwierig werden, aber wir sehen ja selbst erstmal weiter. Ich gehe rein in die Woche und dann schauen wir mal, wie das Spiel gegen Hertha aussieht. Was passiert, man, wenn man 2024 ist? Genau, der beste Spieler der Welt wird einfach Patrick de Paul von Palmeiras Sao Paulo. 123,5 Millionen. Hat bis jetzt nur bei Palmeiras gespielt, seit 2017. Und hat in 132 Spielen 48 Tore geschossen. Läuft hart bei ihm. Lukaku und Guendouzi oder wie es ausgesprochen wird, sind mit ihm gleich, auch mittlerweile 93er Spieler. Aber das ist klar, wenn man schon so weit ist im Spiel, ne, müssen wir halt auch mal gucken, ob wir irgendwann mal einen 1860 Spieler da sehen. Das ist natürlich mega nice. Wir sind angekommen und ich habe endlich die Nachricht gekriegt. Holmes Paintner wechselt endlich nach Illertissen und für 45.000 und er ist endlich weg. Da habe ich so viele Angebote für diesen Spieler. Das war so nervig. Wir gucken uns jetzt aber erstmal unsere Mannschaft an. Und schauen, wir könnten Akman wieder reinbringen für den Capitano El Jovetic. Dann hätten wir noch Hanere, Puschas, Lang, nein, Felix Agu, Paslak ist gut in Form. Die sind alle gut in Form, ne? Ich kann davon keinen rausnehmen. Vielleicht könnte ich nur für Bino Gittens. Er ist ein bisschen besser in Form. Nehme ich den Jungen rein. Traoré hat eine gute Form, aber ich lasse Romero drin. Und wir gehen mit dieser Offensive jetzt mal ins Spiel. Und hoffen gegen Hertha, gegen den Big City Club, dass wir da was reißen, den letzten Sieg des Jahres einfahren. Und dann gehen wir rüber zum Jahreswechsel und schauen mal, ob wir den einen oder anderen Spieler noch für die Jugend verpflichten können. Eventuell sogar noch für unsere Mannschaft. Stürmer kommt ja auf jeden Fall schon. So, gebt euer Bestes. Natürlich gehen wir da rein. Okay, da muss ich wieder was regeln, weil mein Kopfhörer nicht weggelegt habe, weil es kochend heiß ist. Und ich sie zum Aufnehmen nicht brauche. Alles klar. Ja, die ersten 5 Minuten. Erste Chance geht an Hertha. Hohe Flanke von der rechten Seite durch Luke Bacchio. Maolida steigt vom Kopfball hoch und trifft in das 60er Tor. Er springt dabei aber in den Torhüter hinein und befördert ihn gleich mit ins Gehäuse. Christian Wittmann gibt den Treffer zurecht nicht. Boah, da haben wir Glück gehabt. Ich habe schon gesehen, wie das hier in die Hose geht. In der 9. Minute kriegen wir die erste Chance. Palmberg schickt Akman. Der gerät auf dem Weg zum Tor jedoch ins Stolpern und kann von Torunariga nicht vom Ball getrennt werden. Nakai legt an der Strafraumgrenze für Romero ab. Der dynamische Stürmer verzieht den Flaschuss aus 19 Metern und befördert den Ball neben das von Schwolloff gehütete Gehäuse. Schwolloff mittlerweile Schalke-Keeper, ne? Bin echt, aber jetzt kommt Hertha nochmal. Mittelstadt flankt von links ans rechte Fünfer, Exo Luke Bacchio. Der Belgier geht volles Risiko. Hämmert den Ball Volley aufs Tor. Turay reißt zwar noch die Fäuste nach oben, aber der Ball ist viel zu schnell und schlägt mit Schmackes hinter ihm ein. Ja, und die kriegen mit kleinen Chancen, ne? Mit kleinen Chancen kassieren wir hier das Tor. Bitte, das geht so nicht auf jeden Fall. Dass sie kleine Chancen brauchen, um schon eine Torchance zu kriegen. Ich muss das Handtuch bei mir behalten. Ich schwitze wie ein Schwein. Es sind gefühlt 100 Grad hier im Büro von mir. Das müsst ihr euch einfach mal bildlich vorstellen. Ich bin, als würde ich gerade aus der Dusche kommen. So nass bin ich. Jetzt kommt Hertha nochmal mit einer sehr guten Aktion. Scheiße. Die Flanke von Maolida kommt hoch in den 60er Strafraum. Mapau köpft den Ball über Türei hinweg. Aber Urukai schlägt den Ball noch von der Linie. Oh, stark, Urukai. Stark. Der vierte Offizielle behauptet fälschlicherweise, dass sie ihre Coaching-Zone verlassen hätten. Mit den Schultern zocken. Ja, was soll's, ist mir doch egal. Macht jeder. Die laufen noch mittlerweile schon auf den Plätzen rum, die Trainer, gefühlt. Und dann werde ich von denen erwähnen, der geht zurück in eine Coaching-Zone. Mir doch egal. Jetzt kommt Hertha nochmal. Wir nochmal. Ein weiter Einwurf von Bino Gittens. Von der linken Seite in den Strafraum. Akman verlängert.
Königs auf, ist ein Schritt schneller als Löwen. Der Ball geht vom Innenpfosten unerreichbar für Schwolle über die Linie. Oh, wir haben auch mal so viel Glück. Wir haben auch mal so viel Glück, mit einer kleinen Chance einen Treffer zu machen. Auch wichtiger Ausgleich in der 34. Minute. Also in der 32. wie es da steht. Sehr, sehr wichtig. Wir gehen dann wahrscheinlich mit einem 1-1 in die Hälfte. In die Halbzeit. Oh ja. Nachspielzeit. Eine Nachspielzeit ist von 2 Minuten wird angezeigt. Da fragt man sich, wofür. Ich sehe es schon. Ich eigentlich eine gelbe Karte, 2 Tore. Ist schon angemessen, finde ich. Aber man muss eher selbst wissen. So, das übernimmt der Ding. So haben wir uns das natürlich vorgestellt mit dem 1:1. Sonst, ja, Luca Romero wurde mit dir gesprochen. Natürlich wurde mit dir gesprochen. Königsdorfer wird auch gesprochen, weil er nie wirklich in Form kommt. Also gehen wir erstmal unverändert rein. Ne? Wir wärmen alle Spieler auf. Ich glaube, LA Galaxy ist gar nicht zufrieden, so wie wirklich Laie verläuft. Der spielt ja gar nicht, weil Turay einfach festgesetzt ist. Turay. So. Jetzt kommen wir nochmal. Romero sucht Bino Gittens. Trifft den Ball nicht richtig. Vollkommen unkontrolliert gelangt diese Kugel dennoch zu diesem. Aber der wendige Stürmer kann den Ball trotzdem noch stoppen. Und scheitert schließlich mit einem Flachschuss aus einem Meter am glänzend reagierenden Schwolloff. Ja. Was soll ich da machen, ne? Jetzt kommt Hertha mit einer guten Aktion. Ecke von rechts, Ferrei. Ex-Münchner. Echt Ex-60er, sorry. Die Ecke ist ein Tick zu kurz und kein Problem für Passlack. Der den Ball auf Kosten einer weiteren Ecke klären kann. Ja, das sagt natürlich auch vieles aus. Jetzt kriegen wir wieder die nächste Ecke. Das heißt, nochmal eine Chance, aber wir haben starke Verteidiger eigentlich. Die zweite Ecke in diesem Spiel von Hertha. Tolles Luftduell am kurzen Pfosten zwischen Luca Bacchio und Udukai. Am Ende kann sich Udukai durchsetzen. Und die Gefahr per Flugkopfball gerade noch bereinigen. Ja, okay. Da haben wir echt Glück gehabt, was das alles angeht. Na ja, jetzt Maoli, da setzt er schön nach und bringt Passlack in Bedrängnis. Damit holt er immer einen Einwurf für sein Team raus. Was können wir machen? Ich kann Traoré mal reinbringen für Romero, der nicht wirklich ins Game kommt. Gittens versucht es wenigstens. Aber jetzt in der 60. habe ich den ersten Wechsel durch. Passlack ist auch nicht wirklich gut im Game. Trotz seiner guten Form. Stadion ist wieder mal ausverkauft. Auch gut. Bei Hertha kommt es jetzt auch zum Wechsel. Kellenkamp kommt für Perei. Und jetzt kriegen wir eine Chance. Eine kleine Flanke von Bino Gittens. Passiert 3 Verteidiger. Am zweiten Pfosten lauert Königsdörfer. Nimmt den Ball gar nicht lange an. Sondern schießt sofort. Und setzt ihn an den linken Pfosten. Das wäre es jetzt gewesen. Wir gehen auf jeden Fall kurz rein. Wir machen eine Mehrfachwechslung, sondern Agu kommt rein, Marin kommt rein, Jovetic kommt für Ackmann und Bell kommt für... Ne, Bell warte ich noch ein bisschen. Bell warte ich noch ein bisschen. Lukas May hat auf jeden Fall noch eine Flanke von Mittelstadt geklärt und köpft zur Ecke. Bevor unser Wechsel kommt, wird erstmal die Ecke von rechts von Mittelstadt ausgeführt. May gewinnt das Kopfballduell ins Zentrum. Allerdings auf Kosten einer weiteren Ecke. Perfekt. Wechselst du jetzt? Oder wird erst die Ecke ausgeführt? Ja, nein. Unsere 3 Wechsel werden erst ausgeführt. Das ist auch wichtig. Agu, jetzt kannst du dich mal ein bisschen anstrengen. Wir müssen auf jeden Fall gleich in der Winterpause nach einem Rechtsverteidiger gucken. Vielleicht finden wir irgendwas. Es muss ja nichts so mega geiles sein. Einfach nur besser als Passlack und Elix Agu. Auf jeden Fall kommt Hertha jetzt mit der Ecke. Schöner Pass. Ne, die Ecke wird gar nicht ausgeführt. Von Eckelen kam in die Spitze auf Serda. Aber die Abwehr von 18 Menschen macht da alles richtig. Und Udukai macht genau im entscheidenden Moment einen Schritt nach vorne. Abseits. So, wie geht's hier weiter? Es geht weiter mit Hertha. Das geht so nicht. Komm schon. Ecke von links, Mittelstadt. Jetzt die 4. Ecke von Hertha. Der Ball dreht sich schön vom Tor weg in Richtung Elfmeter. Der Turay kommt entschlossen raus. Kennt da weder Freund noch Feind. Und holt sich das Leder mit einem Hechtsprung aus der Luft. Stark, Turay. Stark, stark, stark. Jetzt kommen wir nochmal. Sehr guter Angriff. Nein, guter Angriff nur. München in der Offensive in der Überzahl. Marin macht es allein. Speed up. Schwolloff kann parieren und die Kontermöglichkeit ist dahin.
Wetter. Marien muss gerade wegen einer Attacke von Löwen an der Schulter behandelt werden. Dann warten wir jetzt erstmal mit dem Wechsel. Mal sehen, ob wir da noch was machen müssen. Das sehen wir ja gleich. Ja, aber er geht direkt danach energische Sache, grätscht Maiga da vom Ball weg. Den Ball vom Fuß. Setzt sich da gut ein. Juventus wird von den Fans bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen. Arm zurück, ne? 10 Minuten noch. Plattenhardt kommt für Mittelstädt. Wir bringen jetzt nochmal Bale für Gittens. Bino Gittens, sorry. So, gegen Ende nochmal. Vielleicht kann der hier jetzt noch was gegen Ende bringen. Auf jeden Fall gehen wir drauf. Wir wollen diese Folge mit einem Sieg gegen Hertha starten, weil die sind hinter uns. Wenn wir die hinter uns lassen können, wäre das natürlich optimal. Mit einem Sieg können wir sogar noch Hamburg hinter uns lassen. Weil ich ja nicht weiß, wie Hamburg gerade spielt. So, 7 Minuten noch. Der Schiedsrichter Christopher Wittmann heute greift gnadenlos durch und ist schon genervt von uns. Das heißt, wenn ich jetzt gerade wahrscheinlich noch einmal drücke, bin ich raus. So, 3 Minuten Nachspielzeit. Passiert hier jetzt noch was? Komm schon, das geht so nicht. Das ist viel zu ruhig gerade, die letzten Minuten. Nein, es kommt Hertha nochmal. Marco Richter zieht aus 13 Meter halbrechter Position einfach mal ab. Der Ball segelt 1 Meter über die Latte. Da haben wir Glück gehabt. Da haben wir Glück gehabt. Wie sieht es aus? Kriegen wir auch nochmal einen Lucky Punch? Nein, da ist der Schlusspfiff. Wir spielen 1:1 zu Hause gegen Hertha. Also ich kann damit leben, durchaus. Aber ein Sieg wäre schon nice gewesen hier jetzt gerade in unserer Situation. Ne? So, Luke Bacchio und Königsdörfer, wenigstens haben wir nicht verloren. Spieler des Spiels ist Schwolloff, das sagt natürlich alles. Wir gucken uns die Statistiken wollten wir weiter angucken. 5:4 Chancen, sehr ausgeglichenes Spiel, die hatten ein bisschen mehr Ballbesitz, aber sonst sah es ziemlich nice aus eigentlich. Die Ergebnisse sind wie folgt. Bayern spielt 2:2 gegen Leverkusen, Gladbach 2:1 gegen Union, Leipzig 4:1 gegen Eintracht, Mainz 0:0 gegen Hoffenheim, Köln 2:1 gegen Stuttgart, Schalke 2:2 im Derby gegen Dortmund. Auf jeden Fall stark für dafür, dass sie da unten sind. Nürnberg 1:4 gegen Wolfsburg und Freiburg 0:4 gegen Hamburg, aber Hamburg konnte nur gleich aufkommen. Die konnten nur gleich aufkommen von den Punkten. Wir bleiben auf dem 10. und sind damit in der Hinrunde auf einen Nicht-Abstiegsplatz, nach der Hinrunde besser gesagt, auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Das ist sehr, sehr stark, finde ich, und ein sehr geiles Ergebnis. Wir gucken uns die Spieltagsstatistik ein. Wir schauen, von uns ist niemand drin. Spieler des Tages ist Yuna Brumadu. Stürmer, hat 17 Spiele, 7 Tore, läuft hart bei ihm auf jeden Fall. Ich kann nur so sagen, GG. So, wir sind hier auch in der Auf- und Abwertungsrunde vor dem 1. Januar und ich höre einfach das an. Grund 1, warum Ackmann eine 69er Stärke jetzt hat. Ersatz nach Vertragsverlängerung. Und zwar noch Probleme in der neuen Liga. Wie bitter ist das? Dann Bino Gittens hat eine schwächere Stärke, weil ihm für ihn schwache Leistung war. Die sind alle schlechter geworden. Bis auf Lukas May, der ist einen Punkt stärker geworden. Neue Herausforderung gut im Griff. Bei ihm läuft, Dubai. Bei ihm läuft. Itta ist auch einen Punkt stärker geworden, aber sonst sind sie alle ein bisschen schwächer geworden. Ne? Das ist so bitter, ist das einfach. So bitter. Mal sehen, können wir hier jetzt irgendwas auf dem Transfermarkt machen. Erstmal unser neuer Stürmer. Dafür natürlich eine Pressekonferenz. Ich heiße dich herzlich willkommen bei uns im Team. So, dann kommst du auch direkt auf die Startaufstellung und schon sind wir wieder ein Stück besser geworden. Herzlich willkommen, ich hoffe, du bist hier glücklich und gibst 110%. Ja, bei deiner alten Station 57 Tore in 114 Spielen läuft gut für uns. Besonders für das Geld, was wir ihn eingekauft haben, ne? Also. Wie wollte ich das jetzt machen? Ich wollte Yalcin. Der wird auf den Transfermarkt gesteckt. Bist du auf den Transfermarkt gesteckt? Sehr ehrgeizig. Soll ich ihn verleihen? Mal gucken, ob er sich irgendwie ein Jahr durchsetzt. Spieler anbieten. Zweite Liga. Kaiserslautern. Wie sieht es bei dir aus im Sturm? Du hast da einen Muhammad Kripke und sonst hast du keinen. Elias Huth noch. Nee, sonst sieht das eigentlich Bielefeld. Wie sieht es bei euch aus? Krüger und Fabian Klos. Ja, dann haust du hier Fabian Klos raus. Ist interessiert. Perfekt.
Dann, was noch? Niklas Lang, ja, okay, für Niklas Lang ist die Reise hier zu Ende. Der kommt leider nicht mehr durch. Den werde ich jetzt auch. Ich werde ihn mal verleihen. Ich werde ihn auch mal verleihen. Transferstatus ändern und dann hole ich immer jemanden von der zweiten hoch. Da habe ich ja auch ein paar, den einen Schalker Spieler anbieten. Dritte Liga, Rot-Weiß Essen vielleicht. Hier mit Bastians, Rot-Weiß Essen. Die spielen sogar um Aufstieg mit. Perfekt. Das Gehaltsbudget würde er sprengen. Ja, komm, wir gehen mal erstmal auf 70. Spieler anbieten. Jetzt sind die interessiert. Perfekt. So, dann hätten wir zwei weg. Jalzen. Und Niklas Lang in der Reserve. Ackmann auf der Bank. Jovetic als vierter Stürmer. So passt das. Jetzt ist halt noch die Position Rechtsverteidiger. Brückner von Augsburg ist günstig. Was haben wir denn sonst noch so gescoutet? Wie sieht es bei den Scout-Berichten aus? So, wir haben einmal von Kopenhagen den 21-jährigen Rechtsverteidiger Gennes Mal, den 21-jährigen Rechtsverteidiger Gennes Mairatugual. Dann hätten wir ein Talent, Kevin Berigo von den Franzosen. Der wäre der günstigste, glaube ich, ne? Weil der wird bestimmt ein bisschen. Ja, 9,3 Millionen geht eigentlich. Dafür, dass er eine Grundstärke von 74 hat. Und ich glaube, der würde auch in unser Prinzip passen. Ne? Potenzieller Top-Spieler. Zielsetzung 13. Passt eigentlich bei uns komplett rein. Nathaniel passt ja nicht so wirklich. Dann hier, ja, Robbie Robinson will ja leider nicht. Nathan ist zu teuer. Nee, der geht eigentlich auch. Geht eigentlich auch klar. Ein Brasilianer als Rechtsverteidiger. Mein eigener. Brasilianer als Rechtsverteidiger. Aber. Warte, ich gucke mir die beiden jetzt mal genug an. 74er Grundstärke hat der, 84 Schnelligkeit, 81 Antritt. Kurze Pässe, lange Pässe kann er auch sehr gut. Er kann auch Rechtsverteidiger, Linksverteidiger könnte er spielen. Rechtsverteidiger, rechts außen, rechts Mittelfeld, Innenverteidiger geht auch klar. Dann haben wir bei Nathan 86 Geschwindigkeit, okay, da ist dann der Rest auch so, geht so. Ich kann mal reingehen. Ich kann mal reingehen, obwohl die gesprächsbereit sind. Wenn das zu viel wird, die sind bei 17 Millionen gesprächsbereit. Und die sind schon früher gesprächsbereit. Kann ich das vielleicht mit einer Laie machen? Bei beiden? Nee. Ihn würde ich schon gerne irgendwie haben und dann irgendwohin verleihen. Ne? Spielst du aktuell da? Bist du gesetzter? Ne, Traoré also haben die, deswegen kriege ich den so günstig. Will ich auf ihn setzen? Das ist die Frage. Er ist 17 nämlich, den kann ich noch viel besser aufbauen. 85er Geschwindigkeit, alles, das, da, und da krieg, den kriege ich auch günstig. Ich glaube, ich gehe auf ihn und dann baue ich das so mit Passlage und so. Nein, da habe ich noch einen jüngeren. Leihangebot. Würden die da? Da sagen sie sogar ja. Aber ohne Kaufoption. Ich muss ihn kaufen. Aber ich wollte eigentlich was, was mich verstärkt, ne? Ich wollte etwas, was mich verstärkt. Dann gehen wir mit Neffen, den 23-jährigen Brasilianer. Er hat eine Grundstärke von 73. Nee, ich gehe auf meinen Bauch, ich höre auf mein Bauchgefühl. Mein Bauchgefühl sagt hier, kann ich auch einen Spielertausch machen? Wer das denn? So, dann gehen wir mit den jungen Franzosen. Wir gehen in die Verhandlungen mit 7 Millionen erstmal. Ich denke schon, dass wir den gut aufbauen können. Dann gehen wir noch mal kurz auf den Transfermarkt. Schauen wir mal hier, was bei den Spielern sind, wo der Vertrag ausläuft, was da so zu haben ist. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und wir gehen mindestens mit 75er Spieler. Die müssen uns ja schon einigermaßen weiterbringen. 3 Sterne Erfahrung, weil ich will nicht wirklich was scouten. Dann haben wir Adrian Fein von Bayerns Zweite. Dann haben wir Killmann von Wolverhampton Wanderers. Das ist eine Nacho Vidal. Da hätten wir zum Beispiel eine. Nacho Vidal. Hat sogar Bundesliga mal. Nee, Osasuna und Valencia. 200 Spiele für Osasuna gemacht und hat wahrscheinlich eine Grundstärke. Dann haben wir allen Sebastian Rudi, Ekrem und Jan Sommer, ne?
Oh, das wäre auch nochmal so ein Ding. Da könnte man wirklich eigentlich den jetzt holen und Ferrari verkaufen für einiges an Geld. Ich kann ja mal bei ihnen reingehen. Dient auch nicht so viel. Beste Ablöser für 33 Millionen. Ja, wenn wir den für 3 Millionen kriegen, dann brauche ich den, das junge Talent auch nicht. Dann habe ich einen 1A-Spieler. Adrian Fein wäre natürlich noch so ein Ding, aber. Was ist denn bei den 74ern drin? So 3 bis 73? Beste Leben. Beste Leben einfach abbrechen würde. So, Kofod, Okoro, Stürmer, Bilot, Rashica. Ja, das sind auch so Dinger, wo du denkst, okay, Gregoritsch, ja, der Sackjunge, wie er momentan in Freiburg rasiert, jedes Spiel trifft. Der gegen Dortmund hat er Gott sei Dank nicht gewonnen, aber trotzdem ist es immer noch ein Monster. Ja, bald sind wir schon bei der Art Spieler, wo wir nichts mehr machen können, ne? Also, wo man keinen mehr kennt. Das ist das Ding. Bald sind wir bei dieser Art Spielern. Ich könnte, aber der verdient zu viel. 3 Millionen und dann als Ersatzkeeper wird er wahrscheinlich nicht kommen. Da wird er wahrscheinlich nicht kommen. Wir brauchen auch nicht alles ausgeben. Wir haben hier jetzt die zweite Mannschaft. Die steht. Von den Spielern her ist mega stark. Rasiert eigentlich alles. Ja, dieses erste hat eine Niederlage. Sonst führt sie mit 2 Punkten. Führt sie nur, ne? Und ja, wir können auch mal gucken hier. Wir haben doch Kooperationsverträge. Gibt es da einen Spieler, den du brauchst? Hier, Kapanek. Leihe anbieten. Nicht interessiert, den Spieler zu auszuleihen. Dann haben wir. Hier gehen wir nach Position. Einen Innenverteidiger haben wir nur. Interessant. Okay. Hier, Günther. Hier, den kriegt ihr und. Den kriegt ihr noch. Hier Bukaric. Seid ihr dadurch jetzt besser geworden? Wie sieht es bei euch denn aktuell aus? Ihr spielt immer noch um den Abstieg. Das war es wahrscheinlich danach auch schon Bayernliga, weil tiefer kann ich nicht gehen. Wenn die sich jetzt hier nicht irgendwie fangen, dann sieht es schlecht aus. Ich stehe mit 2 Punkten da auf den Abstiegsplatz. Ich muss mir die Tabelle mal kurz angucken. So, Bayernliga Nord Kreisheim. Okay, die brauchen nur 9 Punkte. Das heißt, jetzt ein paar Siege in Folge durch die neuen Spieler, die ich denen verliehen habe, könnte es sehr gut passen. Dann, Scouts, ich werde dir eine Aufgabe zuweisen. Du wirst jetzt Jugendscout. Permanent alles Mögliche beobachten und Scouts. Wie sieht das hier bei Infrastruktur aus? Da bauen sie noch Trainingszentrum und Wellnesszentrum und dann werde ich da wahrscheinlich nochmal 5 Millionen hinpacken. Werde ich jetzt machen. Finanzstatus, Budgetveränderung. Hier 5 Millionen runter und hier drauf packen und dann gehen wir rein. Ich gehe jetzt erstmal weiter, versuche mit den Spielern zu verhandeln. Wenn jemand kommt, melde ich mich und sonst sehen wir uns gleich bei dem Spiel gegen Schalke. Ja, Nacho Vidal ist mit nach 74 für 3,2 Millionen gekommen, verdient 1,5 Millionen im Jahr. Also er wird auf jeden Fall Stammspieler sein und sorgt dafür, dass Agu seine Koffer packen darf. Weil er leider nicht mehr bei mir durchkommt. Transferstatus habe ich ihn ja schon auf der Transferliste. So, dann gucken wir mal, dass ich ihn in die Reserve verschiebe. Es läuft hart. Es läuft hart. Agu ist kurz davor, für 9 Millionen nach Osnabrück zu wechseln. Die spielen aktuell in Liga Nummer 2. Ja, gegen den Abstieg in Liga Nummer 2. Bieten mir 9 Millionen für ihn, nehme ich natürlich dankend an. Und der andere Rechtsverteidiger, der junge Franzose, ist auch kurz davor, zu uns zu wechseln. Ich bin gerade mit ihnen verhandeln. Ich werde ihn danach auch direkt wieder verleihen. Und dann mal schauen, dass ich ihn irgendwie in der dritten Liga oder so unterbringe, wo er dauerhaft spielt, dass er sich noch ein halbes Jahr gut entwickelt. Und dann sehen wir mal weiter. Türei verletzt sich natürlich sehr, sehr bitter. Müssen wir mal hier in der zweiten Mannschaft gucken. Bürk gerade noch gesagt, die sind nicht zufrieden damit, dass Bürki spielen darf. Und auf einmal darf er spielen. Beste Leben. In die erste Mannschaft für das nächste Spiel. Ich muss erstmal gucken, wie lange Frei verletzt ist. Ne? Also, Rama hier. Er ist bis zum 20.01. Das heißt, gegen Bayern fällt er auch noch aus. Das ist einfach so dreckig, ist das. Einfach so dreckig. Aber gegen Bayern hat er auch letztes Mal gepasst. Diese Folge wird natürlich jetzt auch ein bisschen länger. Da ich jetzt Schalke noch mit reinhaue.
Und ich bin mal gespannt. Geht raus, spielt ordentlichen Fußball. Das Hinspiel lief 1-1. Können wir es jetzt besser machen, nachdem wir ja quasi mit einer Niederlage. War das? Ne, wir haben unentschieden gespielt gegen Hertha. Ich bin gespannt. Anpfiff, erste Halbzeit. Können wir hier jetzt was reißen? Letztes Mal haben wir ein sehr frühes Tor gemacht und ein sehr spätes Gegentor kassiert, wenn ich mich recht erinnere. Aber jetzt greift Schalke direkt an. Angriff der Königsblauen über Thiaf und Diawara. Der flankt direkt nach innen. Unsicherheit in der Abwehr bescheren Schalke eine Ecke. Ja, läuft perfekt. Läuft einfach perfekt. Die Ecke wird jetzt auch ausgeführt. Ecke von rechts, Salazar. Erst in diesem Spiel. Zirkelt einen ba Eckball von der rechten Seite mit viele vier in den 5-Meter-Raum. Dort setzt sich Roberts im Duell mit Ulukai durch. Und kann den Ball nicht richtig drücken. Aber kann den Ball nicht richtig drücken. Klar drüber. Gut, gut, gut. Bürki hebt die Hand. Ja, Bürki kennt das noch, ne? Gegen Schalke spielen, läuft noch bei ihm. Da ist er noch ein bisschen abgewetzter hier. Schlitzohriger, weil er gegen die gewinnen will. Wegen Dortmunder Vergangenheit. Thiaf kriegt auf jeden Fall die gelbe Karte, nachdem er einen Angriff von Königsdörfer mit der Hand stoppt. Ulukai hebt da die Hand und spekuliert auf Arbeit, Abseits. Doch Rabol teilt diese Meinung jedoch nicht. Roberts ist somit plötzlich frei durch. Legt wunderbar quer auf Bülter. Dieser legt sich den Ball Stück auf die rechte Seite vor und zieht dann sofort ab. Bürki ist unten, aber kann den Ball nur hinterher schauen. Ah, das geht so nicht. Komm schon, lass sie doch nicht so spielen. So spielen. Schalke ist ja auch was Besonderes gegen Bürki. Nacho Vidal. Erste Aktion von ihm, den Neuzugang. Schlägt den Ball flach nach innen. Ortega ist aber äußerst aufmerksam und sichert sich den Ball rechtzeitig vor Beino Gittens. Der Ball kam auch etwas zu nah vor das Tor. Ortega, einfach 77er Torwart. Läuft hart bei ihm. Ja, die Gelsenkirchener, also Schalke, spielen schon ziemlich aggressiv. Ne? Radoja ist auch wegen Haltens eines Gegenspielers, gelbe Karte. Innerhalb von 20 Minuten zwei gelbe Karten. Läuft bei denen hart. Und jetzt kommt wieder Schalke. Herrliches Zusammenspiel der Königsblauen. Über Diawara und Radoja kommt der Ball nach Johnson. Seine scharfe Flanke kommt zu Tyler Roberts. Da das Gerät mit Fallen artistisch über die Linie befördert. Kommt schon. Lasst euch jetzt nicht so an die Wand spielen. Die machen doch, was sie wollen mit euch. Ist das ätzend. Pirro von links landet, die Flanke von Pirro landet auf den Kopf von Roberts. Bürki braucht gegen den Kopfball des fleißigen Stürmers, der vollkommen ungedeckt war, nicht einzugreifen. Okay. Und ich schwitze weiter. Diese Hitze und das Spiel machen mich fertig. Und jetzt kommt direkt die nächste Aktion von Schalke. Ecke von rechts, Salazar. Zweit in diesem Spiel für Schalke. Roberts mit einer guten Kopfballgelegenheit nach der Ecke. Aber er trifft den Ball nicht ganz richtig. Und dieser fliegt einen halben Meter am Tor vorbei. Da haben wir Glück gehabt. Da haben wir Glück gehabt. Aber was ist hier los? Itta ist gar nicht. Ich habe einen neuen Verteidiger geholt und Itta ist gar nicht mal gut drauf, oder was? Danke von Rodrigo Salazar. Der macht viel momentan, ne? Radoja steigt höher als Ulukai. Hab dann aber aus 11 Metern rechts vorbei. Haben wir Glück gehabt. Haben wir wieder mal Glück gehabt. Ulukai auch mit einer 6 unterwegs. Läuft hart bei dir. In die falsche Richtung. Itta auch mit einer 5 unterwegs. Jetzt kommen wir nochmal, kurz vor der Halbzeit. Beino Gittens kann sich da links gegen Johnson durchsetzen. Schießt trocken auf die kurze Ecke. Ortega ist jedoch rechtzeitig im bedrohten Eck. Und kann sich erhalten. Oh, Beino Gittens, komm schon. Wäre schön gewesen, auf jeden Fall. Er versucht es wenigstens. Ah, okay, wir könnten in der zweiten Halbzeit hier gut was reißen, weil Schalke sich jetzt darauf beschränkt, das Geschehen zu kontrollieren. Es könnte für uns laufen, ne? Aber die 5,5 geht auf jeden Fall runter. Was soll ich dazu sagen? Wir gehen mit einem 2-0 Rückstand in die Halbzeit. Ulukai, Ogade, du kannst das machen. Und ja, Paslak, du spielst Rechtsverteidiger, Linksverteidiger. Halbzeitansprache. Weiß, dass ihr das besser könnt. Komm schon. Geht mal ein bisschen raus und zeigt, was ihr drauf habt. Zeigt einfach, was ihr drauf habt. Ah, ich habe gar nicht geguckt, na Kai hat einfach auch eine 5. Doch bitter ist das. Und dann gleich auch noch gegen Bayern, das heißt zwei Niederlagen in Folge höchstwahrscheinlich. Ja, es geht direkt weiter. Geht jetzt drauf, komm schon. Salazar sieht auf rechts Diawara. Diese Flanke, dessen Flanke erwischt Roberts mit dem Kopf. Roman Bürki ist es zu verdanken, dass es nicht 3-0 steht.
Ja, er ist on fire, der macht sich warm. Das ist das einzig Gute daran, dass er sich warm macht. So, jetzt kommt der Rumäne rein. Mal sehen, ob der uns hier weiterhelfen kann. Das geht auf jeden Fall nicht so, wie wir hier spielen. Ihr müsst ein bisschen mehr riskieren. Daure kommt auch nochmal rein. Dann habe ich noch einen Wechsel und das wird dann höchstwahrscheinlich Ackmann sein und nicht Bell. Ja, wir haben ja einen neuen Stürmer drin und einen neuen Rechtsverteidiger. Die machen eigentlich sehr solide Jobs, aber wahrscheinlich bringe ich dann lieber jetzt die Erfahrung pur mit Bell, weil der ist immer wieder gut für das ein oder andere Tor. Und wir hoffen es einfach. Komm schon, geh drauf. Luis Rabold, Weltklasse-Schiedsrichter, der sieht das auch nicht so eng, dass ich so viel hier rumbölke. Der ist damit einverstanden. Ja, dann sagen die genau das gleiche, was ich gerade gesagt habe. Hervorragende Leistung von ihm. Jetzt kommt auch noch ein neuer Stürmer für Schalke. Passiert hier noch was in unsere Richtung? Können wir noch irgendwie was reißen hier in den letzten Minuten? Jetzt voller Angriff, 8 Minuten noch. Die Spieler von 1860 München irren scheinbar nur noch auf dem Spielfeld herum. Oh nein, erst kommt ein Angriff von Schalke. Piringer kommt noch ein Konter aus guter Position zum Abschluss. Sein 16-Meter-Schuss streicht ein gutes Stück am linken Pfosten vorbei. Und jetzt haben wir nochmal die Chance. Eine gute Chance. Kombination der 60er. Marin spielt schließlich steil zu Begraoui. Der legt per Kopf auf Palmberg ab. Aber der Rechtsfuß scheitert aus 14 Metern an Keeper Ortega. Es ist so bitter. Aber so bitter, das wäre die Chance gewesen zum Anschlusstreffer und dass wir vielleicht noch einen Unentschieden hinkriegen. Aber es wird nichts mehr. Eine Minute wird nachgehängt und da ist der Schluss. Wir verlieren 2-0 auf Schalke. Wir verlieren mit 2-0 auf Schalke. Statistisch gesehen 8-2 Chance. Sie haben das ganze Spiel dominiert. Tyler Roberts ist Spieler des Spiels. Läuft hart bei ihm. Wir gucken uns die anderen Ergebnisse an. Bayern gewinnt 1-0. Er spielt 1-0 gegen Stuttgart. Also gewinnt auch, aber ich sage lieber spielt. Dann Gladbach spielt 2-1. Gegen Frankfurt, Leipzig 1-1 gegen Dortmund, Hoffenheim 2-1 gegen Wolfsburg, Mainz 3-0 gegen Union, Köln 3-1 gegen Hamburg, Schalke 2-0 gegen uns, ja, Nürnberg 1-3 gegen Leverkusen und Freiburg 1-1 gegen Hertha. Wir bleiben auf dem 10., weil Schalke ja davor verloren hat. Wir bleiben weiterhin auf dem 10., 8 Punkte von Europa entfernt und 11 Punkte auf Abstiegsplätzen entfernt. Bis jetzt kann es so weitergehen, aber die Niederlage war echt bitter. 25 Tore geschossen, 22 kassiert. Sieht aus wie normale, solide Bundesliga-Bilanz. Wir gucken uns Spieltagsstatistik an. Von uns ist niemand drin. Spieler des Tages ist Benjamin Pavard. Der ist zum dritten Mal schon nominiert. Aber der häufigste Man of the Spieltag ist Goretzka mit 4 Mal. Läuft hart bei ihm. GG. Hier würde ich aber auch die heutige Folge beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche Montag wieder beim Derby gegen die Bayern. Und ich bin echt gespannt, wie es da weitergeht, ob wir eine Chance haben, da was zu gewinnen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao. Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass